und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Ja, die wichtigste Mahlzeit am Tag ist das Frühstück, sagt der Oma schon immer. Und deswegen gibt es heute Frühstück Burritos. Und André macht die und zeigt euch, wie es geht. Viel Spaß. Und hier seht ihr die Zutaten für unser Breakfast Burritos oder Frühstücks Burritos. Nennt, wie ihr es wollt. Und zwar werde ich mal hier im rechten Bereich anfangen. Und zwar wollen wir natürlich den Burrito füllen, und zwar mit einer Avocado-Tomatensalsa. Dafür brauchen wir Avocado, Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen Limettensaft und dann habe ich hier hinten noch Salz, Kreuzkümmel und ein kleines bisschen Koriander. Zurzeit gab es leider keinen frischen Koriander, könnt ihr natürlich auch frischen nehmen. Das ist die Salsa und hier drüben seht ihr dann den Rest, und zwar habe ich hier noch ganz normales Schweinehack, Salz, geräucherte Paprika, Eier, geriebener, geräucherter Gouda-Käse, selber geräuchert. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr nächst, wie das funktioniert. Schaut mal bei uns in den Videos nach. Und dann hier unten ein paar Wraps. Ja. Heute habe ich mal das Gemüse noch ganz gelassen, weil ich wollte euch mal zeigen, wie man überhaupt bei so einer Avocado den Kern rausholt. Ich habe mich früher auch immer doof angestellt, da war das dann alles ringsrum Mousse, bevor ich den Kern rausgeholt habe. Deswegen will ich es euch mal kurz zeigen. Und zwar nimmt man sich ein scharfes Messer, schneidet einmal hier ringsrum. Dann dreht man diese auseinander und dann sieht man in der einen Seite den Kern. Und dann ein beherzter Schlager, aber passt auf, dass ihr nicht daneben schlagt mit euren scharfen Messer, könnt ihr auch unten hinlegen und so weiter. Einfach mal reinschlagen und dann so leicht drehen und dann ist der Kern schon raus. Ja, die Avocado könnt ihr jetzt entweder rauslöffeln oder noch schälen. Jedenfalls müssen wir die so in 5x5 mm große Würfel dann schneiden, sowie auch Tomaten, die Zwiebel und den Knoblauch schneiden wir ein bisschen kleiner. Das werde ich jetzt machen und dann sehen wir uns schon wieder beim Zusammenrühren von der Salsa wieder. So, wie ihr seht, habe ich alles klein geschnitten und schon in ein eine Schüssel gegeben und jetzt kommen einfach bloß noch unsere restlichen Zutaten mit hinzu. Limettensaft und hier die Gewürze. Die genauen Zutaten und Mengen natürlich im bzw. dann unterm Video. Und jetzt wird die ganze Sache erst einmal ordentlich alles vermengt. Genau, das mache ich dann gleich weiter. Noch ein bisschen weiter vermengen und im gleichen Atemzug Hackfleisch, und da wisst ihr ja noch, war auch noch Gewürze mit dabei, und zwar Salz und geräucherte Paprika. Und die ganze Sache werden wir jetzt auch noch hier einarbeiten. So, dann müssten eigentlich unsere kompletten Vorbereitungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Und da könnten wir eigentlich schon an den Grill gehen. So, ihr seht, am Grill sind wir angekommen und wir auch sehen, es ist dunkel geworden, also man kann die Frühstücksburritos auch natürlich abends machen. So, halt, stopp, Fehler noch gemacht, als erstes noch ein Schwaps Öl rein und dann kommt unser Hackfleisch hinzu und das werden wir jetzt erst einmal schön krümelig anbraten. Noch kurz vergessen, in der Zeit, wo das Fleisch oder der Hackpeter an brät, nehmt euch mal einen Messbecher, schmeißt die Eier rein und macht daraus Rührei. So, wenn unser Hackfleisch hier angebraten ist, habe ich ja wie gesagt unser Ei ein bisschen verquirlt. Zu Rührei kommt dieses mit zu unserem Hackfleisch hinzu und die ganze Sache mal kurz durchrühren, das Ei kurz stocken lassen. Und dann ist die Sache in unserer Pfanne schon wieder Geschichte. Und wir haben ja hier drüben noch, hier drüben, den indirekten Bereich. Dort könnt ihr ja mal die Wraps drauflegen, dass die ein bisschen warm werden. Da lassen die sich besser falten. Genau, ich lasse das noch kurz stocken und dann geht es schon mit dem Zusammenbau weiter.
So, auf geht's mit dem Zusammenbau. Wir fangen mit unserer Salsa an. Nochmal kurz durchrühren und wirklich mal probieren. Das ist wirklich ein Gedicht hier. Machen wir erstmal ein kleines Kleckschen drauf. So, nicht bis zum Rand, sonst läuft die ganze Sache über. Dann von unserer Hack-Eimischung kommt auch noch was mit drauf. So sollte doch nur ein kleines bisschen noch. So schaut die Sache doch schon gut aus. Und dann wisst ihr noch, zu guter Letzt fehlte noch was, und zwar unser Käse. So, kommt auch noch mit drauf und dann könnt ihr die ganze Sache falten, wie ihr lustig seid, als Paket, als was weiß ich. Das ist mir egal. Ich werde die jetzt hier noch drüben auch noch so zusammenfalten und dann kommen die verkehrt rum. Noch ein bisschen auseinander. Wie ich schon gesagt habe, ihr müsst das ein kleines bisschen warm machen, dann lassen diese besser falten und dann gehen die auch nicht kaputt. Und dann lasse ich die als Paket und dann kommt die nochmal in die Pfanne zum Erwärmen. So, haltet euch die Augen zu. Ihr seht, die preschen auseinander. Es ist einfach zu kalt hier draußen. Wir haben hier minus 2 Grad. Deswegen macht es wirklich drin im Warmen. Tut die ein kleines bisschen anwärmen, die Wraps. Dann preschen die euch auch nicht so weg. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch das Wenden sein lassen. Normalerweise müssten die noch gewendet werden. Aber ich werde die jetzt erstmal von einer Seite noch anbraten, Deckel zumachen, so wird trotzdem drinnen der Käse schmelzen. Und ich würde mal sagen, heute isst mal das Auge nicht mit, aber der Geschmack, der war schon sehr lecker von diesem Hackfleisch mit Ei und, aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, jetzt erstmal Deckel zumachen und mal kurz überbacken lassen den Käse. So, ich habe die mal rausgeholt, optisch war da nicht mehr viel zu sehen. Wie gesagt, ihr könnt ihr ja ruhig ringsrum anbraten. Ich mache trotzdem mal hier einen Mittelschnitt durch. So sieht unsere ganze Sache hier drin aus. Der Käse, der ist geschmolzen. Und mal noch ein kleines Happchen abschneiden. Und mal probieren. Wie gesagt, was optisch jetzt nicht so schön ist, ist der Geschmack umso besser. Also wirklich die absolute Geile ist das die Salsa. Die bringt hier richtig durch diesen Limettensaft, durch die Zwiebeln, Tomaten, Avocado. Das ist wirklich eine richtig schöne Sache. Aber auch dieses Hackebäder mit Ei. Grandios. Genial, also einwandfrei. Also das ist wirklich zum Nachmachen empfohlen. Und wie gesagt, ihr macht es natürlich besser wie ich mit der Optik. Was bleibt mir eigentlich an anderes nur noch übrig zu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Zeigt uns das mit dem Daumen nach oben. Schließt am besten ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von der Sachsengriller. Ich weiß nicht. Ich versuche noch ein Tellerbild hinzubekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.